Hawk Sidewinder 4,5 bis 14x44 Zielfernrohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 90-15 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpupper. Er kann diesen Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute soll es um ein richtig hochwertiges Zielfernrohr der Hawk Sidewinder Serie gehen. Und zwar um das Sidewinder 30 SF 4,5 bis 14x44 SFP Zielfernrohr. So, Zungenbrecher, was bedeutet der? Ich pack's parallel mal aus. Hawk ist der englische Hersteller. Sidewinder ist eine der 5 Serien, die ihr von Hawk bekommen könnt. Es gibt noch die Frontier, die Vantage, die Air Max und die Endurance Serie. Hier haben wir die Sidewinder Serie. Die Sidewinder Serie ist für Luftgewehrschützen geeignet, für Feuerwaffenschützen und aber auch für Jäger. Denn das Glas ist prellschlagfest für alle Kaliber. Das heißt, das bekommt ihr nicht kaputt. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Zielfernrohr, das geschützt ist mit diesen Plastikcaps, die mit dem Gummiband verbunden sind, eine 10 cm Sonnenblende. Dazu haben wir hier einen Zoomhebel, den ihr hier anbringen könnt, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht. Ein bisschen Werkzeug, ein Putztuch, die Bedienungsanleitung und ein kleines Parallaxenrad, das ihr hier an der Seite anbringen könnt. Das ist ein 2,5 Zoll Parallaxenrad, 6,5 cm. Wofür ihr das brauchen könnt, werde ich euch später noch erzählen. Gut, jetzt packe ich das mal beiseite und wir kommen zum eigentlichen Star. Upsala. Dem Hawk Sidewinder 4,5 bis 14x44 Zielfernrohr. Was bedeutet die Bezeichnung? Haben wir gerade angefangen, haben die ersten Sachen geklärt. 4,5 bis 14 ist die Vergrößerung, die ihr hier über das Zoomrad einstellen könnt. Das ist recht schwergängig, was Absicht ist, dass es sich nicht automatisch verstellt. Die 44 ist hier vorne der Objektivdurchmesser, den ihr hier habt. Wollt ihr Flipcaps benutzen, was es natürlich auch für dieses Glas gibt, müsste man die optional kaufen, kriegt ihr natürlich im Zubehör bei uns auf jabolo.de an dem Artikel auch angezeigt. Dann habt ihr auch die richtigen. Nicht nur das Objektiv mit 44 mm Durchmesser, sondern auch das Linsensystem, das H5 Linsensystem, ist für die Qualität des Bilds, die bei euch hier hinten am Okular ankommt, verantwortlich. H5 Linsensystem von Hawk, das sind 18-lagig voll Mehrschicht vergütete Linsen. Es werden hier Spezialgläser, die extrem streuarm sind, verwendet. Das Bild ist wirklich kristallklar und knackscharf, also das schaut schon richtig, richtig gut aus, da durchzuschauen. Das Mittelrohr hat eine Länge von knapp über 14 cm. Wofür ist die Länge des Mittelrohrs wichtig? Wenn ihr eine einteilige Montage verwenden wollt, die haben meistens eine Länge von 12 cm, dann ist es wichtig, dass die halt eben hier auf die Mittelrohrlänge passt. Und dadurch, dass es ein bisschen länger ist, habt ihr sogar noch die Möglichkeit, es minimal hin und her zu schieben, was für den Augenabstand wichtig ist. Denn ihr habt hier einen fixen Augenabstand von 10,2 cm. Wir haben über den Zoom-Faktor gesprochen, wir haben ganz kurz das Okular angesprochen. Das Okular könnt ihr natürlich auch genau auf euer Auge einstellen und mittels dieses Rings dann fixieren, dass es sich nicht jedes Mal zum Beispiel in der Tasche oder so verstellt. Ich habe euch vorhin kurz das Parallaxenrad gezeigt. Das Parallaxenrad ist dafür da, das könnt ihr hier auf dem seitlichen Parallaxenturm anbringen. Dadurch könnt ihr das noch hauchfeiner verstellen. Ihr könnt es natürlich auch so verstellen. Die Türme sind sehr, sehr griffig, also die könnt ihr auch wunderbar mit Handschuhen zum Beispiel bedienen. Die Parallaxe ist einstellbar von einer Entfernung 10 Yards bzw. 9 Meter bis unendlich. Das heißt, die Naheinstellgrenze in höchster Vergrößerung sind hier 9 Meter. Gerade wieder für uns Luftgewehrschützen sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr hier an dem Parallaxenturm nebendran noch eine Einstellmöglichkeit, die von 1 bis 6 geht. Das ist die Helligkeit der möglichen Beleuchtung eures Absehens. Diese ist in 6 Stufen in Rot einstellbar, mit jeweils einem Punkt dazwischen, was die Ausstufe ist. Das heißt, angenommen ihr schießt immer auf Stufe oder habt ihr es immer auf Stufe 4 eingestellt, könnt ihr es danach mit einem Klick ausstellen, beim nächsten Mal wieder mit einem Klick anstellen und müsst nicht jedes Mal alles durchrotieren.
Die Beleuchtung wird betrieben mit einer CR2032 Batterie, die sich hier unter diesem Deckel befindet. Die ist sehr, sehr langlebig, also die hält wirklich ewig, außer ihr vergesst es natürlich auszumachen und lasst es ein paar Wochen dann bei euch im Schrank stehen, dann wird es natürlich auch leer. Das Glas, weil ich hier gerade diesen kleinen Gummiring sehe unter diesem Deckel, das Glas ist vollständig wasserdicht, es ist beschlagfrei, es ist stickstoffgefüllt und wie vorhin schon erwähnt, prellschlagfest für alle Kaliber. Dann kommen wir oder sprechen wir noch ganz kurz über das Absehen, weil ich gerade schon die Beleuchtung angesprochen habe. Das Absehen basiert genauso wie die Türme auf der Maßeinheit Mildots bzw. Emrad. Das ist das Gleiche. Die Verstellung des Turmes geht in 1/10 Emrad Schritten. 1/10 Emrad ist 1 cm auf 100 Meter bzw. 1 mm auf 10 Meter in der Einstellung. Das Absehen vom Mittelpunkt aus lässt sich 5 Emrad in alle 4 Richtungen verstellen. Wenn ihr mal einen weiten Schuss gemacht habt und nicht mehr genau wisst, wo war mein Nullpunkt, habt ihr die Möglichkeit, hier anhand des kleinen Sichtfensters abzulesen, wo ihr euch gerade auf dem Höhenturm befindet. Das Tolle ist, ihr könnt die Türme natürlich auch resetten, das heißt zurückstellen. Ihr dreht hier mit einer Münze oder mit einem Schraubendreher vorsichtig den Deckel ab und setzt den Turm dann so hin, dass das beim Eingeschossenen zum Beispiel genau auf der Null stehen habt. Der Seitenturm ist ebenfalls resettbar, seht ihr auch hier dran. Und genauso wie der Höhenturm haben wir ein richtig, richtig geiles, sattes Klicken. Also das ist auch extrem qualitativ hochwertig gearbeitet. Ja, das Glas hat eine Gesamtlänge von 33,9 cm, ein Gewicht von gerade mal 680 Gramm, ist wirklich super leicht. 30 mm Mittelrohrdurchmesser, das ist wichtig, wenn ihr euch die passende Montage raussucht. Solltet ihr nicht klarkommen, was die Montage, die Auswahl der richtigen Montage angeht, beziehungsweise wie sowas montiert wird, kontaktiert mich einfach. Also wie es montiert wird, seht ihr in einem Video, das da heißt Zielfernrohr einstellen. Wenn ihr das mal auf YouTube eingebt, kommt ihr direkt zu meinem Video und könnt euch dann Schritt für Schritt zeigen lassen, wie das Zielfernrohr perfekt auf eurem Gewehr montiert und eingeschossen wird. Das hat bis jetzt ausnahmslos jeder Schütze nach diesem Tutorial hinbekommen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war jetzt ein schneller Redeschwall. Wenn ihr irgendwelche Teile nochmal hören wollt, spult im Video ein bisschen zurück. Ich wollte es nicht zu lange machen, um nicht zu viel eurer Zeit zu klauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, servus, sagt der Gandhi.